Yo Freunde, was geht? Mein Name ist DJ Jeezy und ich zeige euch heute 10 Dinge, ohne die ich nicht leben kann. Timeout. Bitte? Ist ein Dosenöffner. Ja, ja. Als erstes kommt definitiv mein iPhone. Ich verbringe sehr viel Zeit am Handy. Instagram, Social Media halt, ne? Facebook, Instagram und WhatsApp, E-Mails. Und ja, deswegen ist es immer mit mir, immer in meiner Hosentasche. Was würdest du sagen, wie viel Zeit am Tag verbringst du ungefähr? Ich weiß nicht genau wie viel, weiß ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es viel ist. Es ist echt viel. Mehr als 5 Stunden? Definitiv. Mehr als deine Frau? Timeout. So, als nächstes kommt meine Sonnenbrille, beziehungsweise meine Lieblingssonnenbrille. Die ist von Tom Brown und ist ein Masterpiece. Die ist einfach geil. Ich habe die damals bei Lewis Hamilton gesehen. Er hat die an, ich feiere seinen Style. Folgt ihm schon lange auf Instagram. Und ja, ich habe die gesehen und fand die übertrieben geil und habe mir die dann gekauft. Die gibt es auch nicht überall. Also es ist so ein bisschen rare und ja, deswegen feiere ich die überkrass. Vor allem wegen den Dingern hier so an der Seite. So, als nächstes kommen einer meiner Lieblingssneakers, die Nike Fear of Gods. Ich feiere einfach die Sachen, die Jerry Lorenzo macht. Und ja, viele Sneaker, bin sehr Sneaker-verrückt. Und das ist einer meiner Lieblingspaare, den ich tatsächlich aber noch nicht so oft anhatte, weil ich einfach so Pieces wie die hier irgendwie, weiß nicht, für den Alltag so manchmal zu schade finde oder für einen Club deswegen. Und ich habe die gerne an der Wand einfach so. Und wenn die halt dreckig sind oder so ausgelaufen, dann sieht es halt nicht mehr so fresh aus. Deswegen sehen die halt jetzt noch fresh aus. Die schauen bequem aus. Ich muss aber ehrlich sagen, dass die... Ich habe die jetzt 3-mal angehabt und die sind ehrlich gesagt noch nicht so bequem. Vor allem beim Reinsteigen und beim Raussteigen ist es so ein bisschen schwierig. Mit dem Zippern hier und so, weil man aufpassen muss, dass wenn man mit der Ferse hier dran geht, dass es nicht irgendwie so rausplatzt, was schon bei einigen passiert ist, wie ich gehört habe. Umso öfter man sie trägt, werden die auf jeden Fall gemütlich. Als nächstes kommt meine Lieblingskette. Ich bin ja, also ich trage sehr gerne Schmuck, wie man sehen kann. Und an der liegt mir viel, weil ich die in Dubai gekauft habe. Das war in der Zeit, wo ich dort aufgelegt habe. Ich habe dafür einen Gotha Club aufgelegt und habe dort gelebt, 6 Monate. Und habe mir die dann irgendwann da gekauft. Deswegen verbindet mich einiges mit der Kette, weil es einfach für mich als DJ eine prägende Zeit in meiner Karriere war, so lange im Ausland zu sein und mit Künstlern wie, also ich habe für Künstler wie P. Diddy aufgelegt. Und das ist halt einfach so ein Piece, was mich an diese schöne Zeit auf jeden Fall erinnert. Ein weiteres Stück, was für mich einen sehr großen emotionalen Wert hat, sind diese Kopfhörer. Das sind meine Lieblingskopfhörer, weil die mich an meinen Gig in LA erinnern, wo ich aufgelegt habe, wo DJ Khaled auch am Start war und Rich the Kid. Die waren auch gebucht an dem Abend. Und ich habe mich mit den We the Best Jungs, mit den Jungs von Khaled connected. Und im Nachhinein habe ich dann diese Kopfhörer nach Hause geschickt bekommen. Und ja, als erstes feiere ich natürlich, dass diese persönliche Story noch dahinter ist. Als zweites aber auch der Colorway. Auf jeden Fall ein Hingucker im Club. Und deswegen gehört es auf jeden Fall mit in meine wichtigste Liste. Legst du mit denen auf? Ja, ja. Für Kopfhörern? Ja, ja, ich lege mit denen auf. Also immer mit den gleichen oder wechselst nicht, du? Also nicht immer mit den gleichen, aber also die hier, ich passe es immer dem Outfit an. Ich war schon im Outfit da. Ich habe einige, ich habe echt viele Kopfhörer und einer ist zum Beispiel weiß, einer ist halt so beige und je nachdem, alle was ich. Von einer Marke oder alle von Beats by Dre. Okay. Alle von Beats by Dre und ja, dadurch, dass ich halt einige zur Auswahl habe, kombiniere ich das also immer mit dem Style halt, den ich habe. Weil es ist halt komisch, wenn du jetzt zum Beispiel diese Farbe anhast, obendrauf und du hast dann zum Beispiel, sagen wir mal, ein rosanes T-Shirt an, ja, dann passt es halt nicht so. Dann nehme ich halt lieber die weißen. So, deswegen, ja. So, ich habe es gerade schon erwähnt, ich reise viel und deswegen ist dieser Koffer sehr wichtig für mich, weil er einfach perfekt ist für Wochenendtrips, so 2-Tagestrips, passt da genau das rein, was ich brauche. Ein paar Sneaker und alles weitere, was ich brauche, ist einfach die perfekte Größe und dazu kommt, dass es einfach ein Special Piece ist. Also es ist auf jeden Fall ein Hingucker am Flughafen und ich bin einfach ein Fan von Limited Sachen und deswegen dieser Koffer muss immer mit.
Wie gucken die Leute, wenn du mit dem am Flughafen kommst? Die Leute, die den kennen, die gucken einfach nur und gucken wieder weg. So einen auf die haben den gar nicht gesehen. Und die Leute, die den gar nicht kennen, also ältere Generation, die sagen halt einfach so, boah krass, was ist das für ein Koffer? Der ist ja durchsichtig, das habe ich ja noch nie gesehen. Den nehme ich mit, den gebe ich nicht ab. Ah. Ich habe den tatsächlich einmal abgegeben und dann sind hier so Katscher überall so reingekommen. Der sieht da irgendwann halt, wenn du den dann ein paar Mal abgibst, sieht er halt dann nicht mehr so fresh aus. Weil dann dieser Effekt mit der Durchsichtigkeit halt irgendwann verloren geht, wenn du dann hier so schwarze Macken hast und so weiter. Deswegen kommt er immer, der ist immer da, wo ich auch bin. Für mich persönlich auch sehr wichtig, you gotta smell good. Ja, ich lege großen Wert auf Parfüms, wie man riecht. Ist einfach eine der wichtigen Sachen, um ja, gepflegt einfach zu sein. Dieses Parfüm riecht A, sehr gut und B, verbinde ich mit diesem Parfüm Folgendes. Und zwar bin ich, das war mein letzter Flug nach Dubai. Es war ein One-Way-Ticket, wo ich dann dort aufgelegt habe für 6 Monate, wo ich da gelebt habe. Und es war ja der letzte Flug von Deutschland nach Dubai. Und am Flughafen habe ich dann dieses schöne Stück gefunden. Und deswegen benutze ich das auch nicht so oft. Das ist jetzt, das habe ich seit ungefähr 1,5 Jahren. Ja, der riecht aber auch wirklich extrem geil. Also sehr special. Ist ein Dosenöffner. Bitte? Ist ein Dosenöffner. Ja, ja. Das wichtigste Essential von allen ist dieser Ehering, mein Ehering, der mich an meine bezaubernde Frau Farina erinnert und an unsere gemeinsame Zeit. Wir sind jetzt seit 2,5 Jahren zusammen, seit 6 Monaten sind wir verheiratet. Das ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Piece für mich. Immer wenn ich drauf gucke, denke ich an sie, erinnert mich an sie und deswegen das wichtigste Essential von allen überhaupt. Weiteres wichtiges Essential für mich, meine Uhr. Habe ich immer an. Das ist eine Rolex Submariner, vor allem in Gold, weil ich halt einfach gerne Gold trage, wie man hier sieht. Fun Fact ist aber, dass ich meine Uhr auf rechts trage. Sieht ganz fresh aus und ja, gehört immer zu mir. Zu guter Letzt, auch ein sehr wichtiges Essential, mein Laptop. Mit dem verbringe ich viel Zeit, sowohl wenn ich im Club auflege, als auch wenn ich auf dem Weg zu meinen Shows bin. Sei es Konzertshows oder Clubshows. Hier ist viel Mucke drauf, hier ist meine ganze Mucke drauf, das heißt meine ganze Library. Und ich bereite mich dann vor Gigs, mache Ordner und so weiter und so fort. Und deswegen ist es ein ganz wichtiges Ding. Ohne meinen Laptop kann ich definitiv nicht auflegen. Deswegen sehr wichtig, der Custom-Made Jeezy Laptop. So Freunde, das waren meine 10 Essentials, DJ Jeezy. Vielen Dank an Kilian für dieses coole Format. Ich feiere das und bin gespannt, was als nächstes kommt. Stay tuned, ich bin raus. Yeah.